Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Heinrich Schachelmann. Wie der Sperling sein Nest baut. Kunstlos und formlos häuft der Sperling alles zusammen, was er beim Nestbau gebrauchen kann. Stroh und Heuhalme, ausgekämmtes Frauenhaar, Federn und Schafwolle. Alles, was weich ist, verwendet er gern. Am liebsten baut er unter einem Dachrande, doch zuweilen auch in den Baumkronen. Selbst in die weichen Lehmwände der Bauernhäuser hakt er mit seinem kräftigen Schnabel Löcher und quetscht sein liederliches Nest hinein. Manchmal ist's ihm zu umständlich, selber ein Nest zu bauen. Dann nimmt er einfach ein fremdes, am liebsten wohl ein Schwalbennest.